Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, der NRWBoy18 hier. Ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play. Wir haben den 01.01.2024 und damit natürlich auch erst einmal ein frohes Neues an alle. Wir spielen heute oder wir starten heute das letzte Spiel der Kyrandia-Reihe, nämlich The Legend of Kyrandia 3 Malcolm's Revenge. Es ist für mich natürlich auch wieder ein Blind Run. Allzu lange musstet ihr gar nicht jetzt auf dieses Spiel warten. Und zusammen mit Discworld sind es also meine zwei neuen wundervollen Let's Plays, die jetzt am 01.01. starten. Ich hoffe, euch gefällt auch dieses Spiel. Es ist für mich natürlich auch wieder ein Blind Run. Wir sind im Jahr 94. Wir haben durchgehend eine Sprachausgabe, leider wieder wie im zweiten Teil eine englische Sprachausgabe mit deutschen Texten. Aber nun gut, ich bin gespannt, was es wird und wie es wird. Wir wechseln auch die Seite, von der guten auf die böse Seite. Wir spielen Malcolm, der, wie ich gelesen habe, durch einen Blitzschlag aus seinem steinernen Gefängnis befreit wurde. Ja, und nun versucht allen zu beweisen, dass er nicht für den Königsmord verantwortlich war. Ich bin gespannt, was die Story für uns bereithält. Ich freue mich auf das Spiel. Wie gesagt, es ist für mich ein Blind Run. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich und ich würde sagen, wir starten jetzt ein neues Spiel und schauen uns das Intro an. Viel Spaß! Sorry, I didn't recognize you. Malcolm was a normal baby. He faced the same temptations as every child. And like any other child, his conscience served to guide his actions. Don't pull that kitty's tail. You'll get punished. Pull it. It'll be fun. But resisting temptation was never easy for Malcolm. The moral balance was tested frequently during Malcolm's youth. Gunther, what did that squirrel ever do to you? Hey, take a hike, Stuart. We're having fun here. A complete deterioration was inevitable. As young Malcolm grew into manhood, he became famous and successful in his own way. But Malcolm's path was never easy, and many setbacks disturbed his plans. In the depths of his greatest humiliation, he is imprisoned in his own stony form. As the ignorant residents of Kyrandia sleep, their worst nightmare begins. And Malcolm prepares to greet the world again. Now, with your help, we can finally hear Malcolm's side of the story. Ah, free at last. Kyrandia will now feel my wrath.
feels good to finally be out of that statue, doesn't it? Remember me? I'm Gunther, your bad conscience. Now that you're free, I say we go kick some butt. Like maybe Kallik and his nitwit grandson Brandon. Eieiei. Was für ein geiler Start. Okay. Ja, also, Kyrandia 3, damals das erste Spiel, was speziell für CD-ROM produziert wurde, bot jetzt auch... Ja, bot natürlich jetzt auch enorm viele Möglichkeiten für Videosequenzen. Ich bin gespannt, was uns dann alles so erwarten wird. So, also, wir sind jetzt Malcolm. Ich bin so gespannt, wie es jetzt mit Malcolm ist. Ja. Ach, Herr Jemini. Wir haben jetzt in der Reihe tatsächlich in jedem Spiel einen anderen gespielt. Oh. Cool. Wir haben wieder genau wie bei Kyrandia 2. Nagel. Okay, unser Inventar. Was ist das hier? Narrenstab. Was ist das? Was ist... Ah. I'd better not see you be a suck-up wimp too often. You'd better make sure you're totally insincere. Okay. I think I'll just be my normal, sarcastic, nasty-tempered, wonderful self. Und das? I think it's time to start telling more lies. Hey, yeah. That's the way to do it. Lie to these idiots. Nun gut, Audiosteuerung, Sprachausgabe. Amazing. Helium. Amazing. 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 Ah ja, warum erzählt er die ganze Zeit von Amazon? So, und die Musik ein bisschen. Nee, machen wir mal aus. So, schön, schön, schön. Und fortsetzen. Ja. I've seen flea markets with less good stuff. Okay, sonst noch irgendwas, ich liebe es hier. Hasn't King Brandon heard of recycling? Nur den Nagel. Eichi? Let's see how you like a little magic. Was? Oh. What's happened? Hey, what's this? All right. No more fun and games. I don't understand. What happened to my magic? That's right. No more magic. Frankly, I'm embarrassed to be associated with you. Ja, aber warum denn keine Magie mehr? I've seen flea markets with less good stuff. I wonder what lives in there. Nun gut. What kind of dumb has no flies? Dann hinaus. So, das Gehtempo kann man noch ändern, ich weiß. Doesn't look like they kept any of my things in the castle. Tatsächlich, wir sind hier wieder am Schloss von Genau, Brandon, den haben wir im ersten Teil gespielt. Brandon, da hinten ist ein didn't Schiff. Waste any time redecorating the castle. Ja. Hm. Warte mal, vielleicht mit dem. Must be one of those fancy new type locks. Mist, aber jetzt haben wir einen verbogenen Nagel. If Brandon is such a good guy, then why does he keep his gate locked? Kann ich das irgendwie abkürzen? Nee. Oh, ich kann das nicht überspringen. Das nervt mich ja jetzt schon. Okay, verbogene Nagel, das kann er sich nicht angucken. Ah, wieder. Gerade. Und wieder krumm. Fancy new type locks. Ja. Moment, das geht mir aber echt. Eine Spielsteuerung, Stuhl, Sprachunterbrechung an. So. Bummelig lasse ich erstmal. Wie fortsetzen. Jetzt nochmal gucken. Ja, sehr schön. Warte. Ist das jetzt was Unterschiedliches? Da kommen wir da wieder aus. That Kyrandian killer squirrel looks vicious. I'd like to put one in Kallik's sleeping bag. Und na, geh weg. Hier runter, ist das was anderes? Ja, was ist das? Cliff? I wish one of these transporters could get me off this island.
Was ist das? Ah, they've renovated the old transporters. I wonder where this one goes. Ja, dann probier's aus. Huch? Was? Stadtplatz! Dauert ohne eine Ewigkeit. Downtown Carandia looks the same as always. Das finde ich jetzt nicht. Aber nun gut. Ey, das ist so komisch, dass wir jetzt hier Malcolm spielen. This won't open the lock. Ach, das ist jetzt auch alles abgeschlossen hier. Unlocked. No problem. Hä? Oh, was? Hundesteuerpunkte? Was ist denn das schon wieder? Oh, eine Statue. What the heck is this? I think I remember. Isn't that the voice of reason? What's it doing in here? Die Musik ist immer noch ein bisschen laut, oder kommt mir das nur so vor? Those rocks, I just love what they've done with the place. No. They must be redecorating in here. Hm, kann ich hier nichts mitnehmen? Isn't that Jacob's old ladder? Isn't that Jacob? They must be. It's completely. Okay. Schade. Diese Lacher, ich weiß nicht, ob ich die gut oder schlecht gerade finde. Weil sie sind ja komplett eingespielt. Stupid architect. Na, komm mal hier runter. Das ist auch abgeschlossen. Oh! Das ist jetzt schon fast zu einfach. Was ist das? What? The toy factory is closed. Okay. I remember. That machine makes great toys. Warum kann ich das nicht ausprobieren? Hey! The old book of toy blueprints. Oh. Wow. Amazing. The old toy. I used to love this place. Hm. Moment, das heißt doch schon wieder irgendwas, dass sie hier rauskommen. I can't believe this lamp doesn't work. Every other lamp in Carandia does. They used to store pocket hives in there. That was a swell toy. That was... Okay, ich kann es nicht nehmen. Vorsicht mit dem Loch. Ja, ich kann es nicht. I used to work at that desk until I got fired for excessive unsolicited fraternization. Oh, was ist mit dem Knopf hier? Oh. Warte mal, jetzt auf die. I wonder what raw materials I should put in. Hm. Nee, wird nicht hineingesaugt. Schade. Okay. Also, dann brauche ich Rohmaterialien. Oh. Ah, da hinten geht's weiter. Das ist sehr schön. Ach. Home at last. So bekommen wir jetzt auch etwas mehr von Malcolm. An. Da sind. Auch nicht schlecht. Ja, wir erfahren jetzt, wo er wohnt, wie er Home wohnt, wo er gearbeitet hat. Das finde ich ja mal cool. I've been looking forward to taking a nap in my own bed. Genau. Oh. So sieht er sehr komisch aus. Und jetzt pennt er einfach, oder was? Okay. I can't afford to rest now. Where's Kallax's picture? Home, sweet home. Feels good. I've got my copy of Gardening for the Criminally Negligent in there. Na hoppla! Oops. I guess not anymore.
At least my insect collections are still here. At least, don't tell me this has been on all these years. My old chair. Ich kann ja irgendwie nichts machen in dem Spiel, kann das sein? I don't even want to think about what lives in my room now. Aha! That's where my old family album was. At least my insect, I suppose. Genau. You were a cute kid. Danke. Ich, Malcolm, an meinem dritten Geburtstag. Was für eine Party. You came from good stock. What happened to you? Ha! Meine Großmutter Königin Maria, Großpapa König Gregor, früher Herrscher von Kyrandia. Er blinzelt. The wild twins. No wonder Gregor's hair was gray. Mama Prinzessin Telia von Kyrandia, Tante Floren, Mamas Zwillingsschwester. Die bewegen sich alle, das ist ja gruselig. I always did like Heinwald. Onkel Viktor, unser Prinz Wundervoll. Mein Vater Heinwald, der beste Hofnarr von Kyrandia je erlebt hat. I wonder how much Kallik had to pay to get one of his relatives into the royal family. Onkel Johannes, verheiratet mit Tante Floren aus der Fanulo-Familie. Und Kallak Fanulu, eine geheime alte Schlange. Gemeine alte Schlange. I always liked William. Her, I could do without. Cousin Bill, auch bekannt als König William von Kyrandia. Und Katie, Kallaks Tochter, heiratete William. Something about Brandon always makes me want to hit him. Das sieht sehr gruselig aus. Okay, Brandon hatte doch nicht so eine Frisur und so ein... Nee, das sah doch viel anders aus. Brandon, Williams Sohn, Prinz von Kyrandia, der sah doch wesentlich anders aus. Eieiei. Onkel Alexander, Vaters Bruder, der bäuerliche Philosoph. Ah, Saat hungert. Auch Saat hungert. Oder ist das vielleicht nur ein sehr, sehr junges Bild von ihm? Das kann natürlich auch sein. Isn't he the one who put some fertilized seeds under Kallik's bathtub? Ha! The seeds grew so quickly, they knocked over the tub with Kallik inside. Mein Cousin Festri, Alexanders Adoptivsohn. Ach, du liebe Zeit. Okay. No good passport photos in there. I'm not going to lug that heavy book around. Ah, okay. More fine Karandian workmanship. Now I know why they gave me such a cheap deal on this place. Now I know. Okay, also hier gibt es leider nichts mehr. In Malcolms Wohnung. Malcolm mittendrin. Ei. Okay, alles klärchen. Halten wir im Kopf die Spielzeugfabrik hier mit der Produktionsmaschine und den Blueprints. So, wo komme ich jetzt hier noch hin? Nach hinten? Oh. Hoppla! Was ist das denn jetzt hier? Die Scambar? Fish Cream Saloon. The place is packed with these idiots. There's got to be that would get rid of these jerks. The place is packed with these idiots. Okay. There's got to be some kind of distraction I could cause. The place is packed. Naja, ich hab bisher nur den Nagel, also. There's got to be would get part of the Grandia Days festival used to be held up there. Okay. That must be a hopper for putting ingredients into the machine. Ja, und was ist das für eine Maschine, hä? The place is... This must adjust something. Und ich komme hier auch nirgendwo weiter? Das Bild ändert sich nicht? Ja, also. Erstmal wieder raus. Aber ansonsten, glaube ich, kam ich hier sonst nirgendwo hin, oder? Doch, hier. Ah, Holz. Hopp. Malcolm, das hätte man sehen können. Was? That's pretty funny. We should do it to someone else. Reisebüro, was ist das? Hatte ich erwähnt, dass das Spiel ein Blind Run ist für mich? Gerne in die Kommentare, was das da ist. Okay, wie viel Holz kann ich mitnehmen? Und wir haben wahrscheinlich auch wieder ein begrenztes Inventar.
Na komm schon. Okay, ich kann alles mitnehmen. Ja, ich kann alles mitnehmen. Okay, dann... Ah, Inventar! Dann nehmen wir alles mit. These monkey jumpers are everywhere. Jumpy, aren't they? Wilde Hüpfer. Okay. Okay. Was haben wir hier? Hier unten geht's auf jeden Fall weiter. Was ist das denn? Das smell that dairy air. Okay, Molkerei. Das sah jetzt im ersten Moment aus wie Bowlingbahnen. Seems like they're not working. Molkerei. Seems like must be the food gauge. That must be the hopper sesame seeds. Ah, Sesamkörner. That must be the Okay, also wir haben Körner, wir haben Holz. Sind wir zwei. Hoppala, wer ist denn das? Junge. What? What? Hier ist ein sehr schöner Sinn. This should be a fascinating conversation. Ah, er spricht wahrscheinlich rückwärts. Sehr oft keine Wahrheit. You've got a tremendous personality, don't you? Okay. Wir gehen mal an die Stadtgrenze. Halt. Jumpy. Die kleinen Jumpies. Die kleinen Jumpies. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Frosch. Looks like I just missed Carandia Day. Es ist ein Frosch. Mit einem Deckel. Auf dem Kopf. Was? Okay, warum hat er Wasser im Mund? Ich muss ihm bestimmt irgendwas da reinlegen. Yes. This is the launching spot for portal potions. Good place to hide snakes. Ah ja. Okay. Wir schauen uns hier erstmal um. Is that fish supposed to be the new Carandian mascot? I love the Carandian Days Festival. Too bad I was trapped in that statue. I love too bad. Wo geht's hier hin? Ein Pantomime und da müssen wir Geld einwerfen. Wofür? Ah, noch mehr. Es hört sich an wie die Affen aus Monkey Island. Hey, Mime. Nobody's watching you. Your shoe's untied. Can you walk and chew gum at the same time too? Okay. A rabbit plant. Was? Customers are supposed to put a penny in the box. Customers are. Carandians do have questionable taste. Soll das eine öffentliche Dusche sein oder was? Too bad I'm not skinny enough to fit through there. Shit. Moment, kann ich da vielleicht. Rats. The release is too far down. Manno, vielleicht muss ich den Nagel wieder gerade machen. Populous Carandiana. Hier geht's noch weiter. Ach du liebe Zeit. Das ist wieder so ein riesengroßes Terrain. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. Jetzt, was habe ich jetzt gerade mit dem Bild gemacht? Ich weiß es nicht. Jetzt ist er hier. Hier ist ein sehr schöner Sinn. This should be a fascinating conversation. What a skimpy forest. Ja, von da kam ich doch, oder? Jetzt ist er schon wieder hier. Ansonsten, woanders weiter geht's hier nicht. Nein. So, dann versuchen wir mal. Ach ja, ich habe jetzt hier. Warte. Shit. Woran? Ich habe jetzt alle Türen auf. Moment, woran hatte ich nochmal den Nagel gerade gekriegt? Und wieder krumm. That didn't. I just love nothing. That did it. Oh, ah, er ist wieder gerade. Okay. Die nächste Tür, die ich aufgekriegt habe. Ah nein, die Flaschen, sie sind wieder da. Ah, sieht aber schön aus hier. Leaky basement. Who would put a rug in the sewer? Pretty shabby patch job. The cellar reminds me of my playroom in the castle. Was das? Doesn't that hurt? Oh,
Ah, jetzt weiß ich, was es ist. Kann ich hier Wasser füllen? Ja, sehr schön. That water smells fine. Who would put a rug? The celery. Sonst nichts? Mano. The cellar reminds me. Those rafters look sturdy. Okay. Too slippery to climb. Okay, wir haben Wasser. 100 Pro, das sind alle schon Zutaten, die wir für irgendwas brauchen. 100 Pro. So, ich habe jetzt den Nagel wieder gerade bekommen. Vielleicht kriegen wir jetzt den einen Dollar daraus. Das möchte ich jetzt noch ausprobieren. Und dann soll es das auch schon gewesen sein mit dem ersten Teil vom Let's Play Kyrandia 3. So, dann hier weiter. Da ist er wieder. Rats. The release is too far down. Schade, ich hätte gedacht, dass wir es vielleicht mit dem geraden Nagel irgendwie hinkriegen. Schade, schade, schade. Hey, mine. Nobody is watching you. Your show's unta- Okay, da sagt er jetzt tatsächlich nichts anderes. What? Als wenn ich Monkey Island spiele hier. Herrlich, 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 herrlich. So, Freunde, das war es jetzt nun mit der ersten Folge Kyrandia 3. Ich hoffe, euch gefällt meine kleine Auswahl an Let's Plays. Was macht ihr da? Und dann hoffe ich, dass wir uns hier in der nächsten Folge wiedersehen. Macht es gut, schönen Abend euch noch. NRW bei 18. Adieu.